heute möchte ich euch meine ganz persönlichen Top 3 für einen schönen Sommerabend zeigen, den man vielleicht auf dem Balkon oder im Garten oder auf der Terrasse verbringen will. Alles natürlich zum selber und zum Nachmachen. Und den Anfang mache ich mit einem, wie ich finde, ziemlich raffinierten und wirklich anderen Eis, als man es sonst kennt. Dafür braucht man 2 große süß-säuerliche Äpfel, 1 Esslöffel Zitronensaft, etwa 100 Gramm Kräuterstreichkäse, 50 Gramm gemahlene Mandeln und eine Prise frisch geriebene Muskatnuss. Die 2 Äpfel habe ich schon mal vorbereitet. Die werden einfach ganz fein über eine Reibe gerieben und mit ein bisschen Zitronensaft beträufelt, damit sie nicht so bräunlich werden. Erstmal nur ganz wenig Zitronensaft. Jetzt kommt auch schon die Kräuterstreichcreme dazu. Die ist in diesem Fall vegan. Dann ist es nämlich auch was für Marina. Marina, du darfst nachher mitessen. Ansonsten kann man natürlich auch einen Kräuterfrischkäse ganz normal nehmen, wer jetzt nicht unbedingt vegan essen möchte. Die Creme rühre ich unter die Äpfel drunter. Ein guter Schuss Zitrone dazu. Also ich mag diesen säuerlichen Geschmack und es soll ja auch nachher ein erfrischendes Eis werden. Aber wie ihr jetzt schon seht, das wird kein Eis, also kein Himbeer- oder kein Erdbeereis. Es wird eher was Säuerliches und wirklich Erfrischendes. Jetzt noch die gemahlene Mandel unterheben, bis das eine angenehme Konsistenz hat und alles wirklich ganz gut miteinander vermischt ist. Und zum Schluss einfach noch eine Prise Muskatnuss reinreiben. Ich persönlich mag Muskatnuss, aber nur in Maßen. Ich habe jetzt hier so eine richtigen Eisförmchen. Wer sowas nicht hat, muss natürlich nicht gleich was kaufen gehen. Da funktioniert genauso gut ein ausgespülter Joghurtbecher, in den ich das Ganze reinfüllen könnte. Und dann einfach beim nächsten Eis am Stiel den Stiel aufheben, spülen und wiederverwerten. Das funktioniert genauso. Da muss man sich nicht extra Förmchen für kaufen. Ich hatte die nun schon. Und dann bringe ich sie natürlich auch zum Einsatz. Das war's schon. Und jetzt ab ins Gefrierfach damit. Jetzt habe ich 5 Stunden gewartet. Das Apfel-Frischkäse-Eis ist richtig schön gefroren. Und jetzt will ich es selber mal probieren. Ich bin ganz gespannt. Das ist gut. Ausprobieren, unbedingt. Als nächstes zeige ich euch, wie man jetzt solche, wie ich finde, echt niedlichen und auch noch leckeren Eiswürfel machen kann. Und das geht wirklich in Blitzsekundenschnelle. Dafür braucht man nämlich wirklich einfach nur ein paar Eiswürfelförmchen. Und ganz wichtig natürlich essbare Blumen. Das sind jetzt sogenannte Indianernessel. So heißt das. Das riecht total intensiv. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen oder riechen. Und das sind diese Mini-Petunien. Die sind jetzt beide bio, also aus dem Bio-Anbau. Solange es sozusagen zum Verzehr ist, würde ich das jetzt persönlich ungespritzt etc. bevorzugen. Und jetzt nehme ich wirklich einfach nur meine Blümchen und verteile sie in mein Eiswürfelförmchen. Und dasselbe mache ich auch nochmal mit dem Indianernessel. Sieht auch ziemlich cool aus, finde ich. Und wie gesagt, das ist vom Geschmack her total super. Und einfach so ein bisschen was in den Eiswürfelförmchen verteilen. So, jetzt wirklich nur noch ein bisschen Wasser drauf gießen und dann kommt das Ganze einfach ins Gefrierfach, bis es gefroren ist. Und ich verspreche euch, bei der nächsten Gartenparty habt ihr die allerschönsten Eiswürfel und sie schmecken ja auch noch richtig gut. Also einfach im Wasser kriegt das ganze Wasser ja gleich ein total leckeres Aroma. So, das sieht dann nachher, wenn das einmal gefroren war, etwa so aus. Ich finde das wirklich total hübsch. Und das kann man mit allen essbaren Blumen machen. Essbar sind jede Menge Blumen. Angefangen vom Gänseblümchen kann man ja fast alles mit in die Eiswürfel einfrieren. Also probiert es einfach mal aus. Es sieht schön aus und es schmeckt auch noch gut. Dieses Foto hier kommt euch vielleicht ein kleines bisschen bekannt vor. Das ist von unserer Blogseite. Eine wunderschöne Blumenwiese, wie ich finde. Und das andere Bild ist in einem New York-Urlaub entstanden. Alles Bilder, die irgendwie mit mir in Zusammenhang stehen oder die, zu denen ich eine Erinnerung habe. Und ich finde, sowas muss verewigt werden. Und das machen wir jetzt. Das geht ganz, ganz einfach. Einfach das Lieblingsfoto ausdrucken. Und zwar so auf so ein Pergamentpapier. Ich habe das im Copyshop gemacht. Die haben dieses Papier da. Und dann schneide ich da einfach nur drumherum. Das Ganze wird jetzt wirklich nur noch an den Schnittkanten einmal mit einem Stück Tesafilm zusammengeklebt.
so habe ich meine beleuchtete Wüste. Ja, das waren also meine Top 3 für den Sommer für euch. Ich hoffe, meine Ideen haben euch gefallen und ihr habt jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen.